Und die abschließende Grundstellung könnte noch etwas korrekt eingenommen werden.
Übungen höchstens sehr gut. Verhinderung des Flugversuches zeigt sich schwierig beim Anführen, da sollte er doch rascher auf Platz gehen. Eine sehr entschlossene, wirkungsvolle Vereitelung der Flucht mit vollem Festgriff, drängt korrekt bewacht, Druck und Drang voll noch vorzugehen. Abwehr des Angriffes aus der Bewachung. In der Belastungsphase könnte der Griff am Beginn noch etwas ruhiger gehalten werden, Übung im Boden sehr gut. Rückentransport ohne Beanstandung vorzüglich, Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport. Auch hier eine sehr wuchtige Flucht-Angriffsvereitelung, geht gut in den Arm, voller feste Griff, drängt korrekt bewacht. Aufmerksam die Grundstellung am Beginn des Seitentransportes könnte etwas besser eingenommen werden und er sollte den Helfer nicht bedrängen beim Seitentransport. Übung vorzüglich. Angriff auf den Hund aus der Bewegung kommt sehr wuchtig in den Arm. Am Beginn könnte der Griff um eine Spur ruhiger gehalten werden und um eine Spur korrekter trennen. Übung in sehr gut. Abwehr des Angriffes aus der Bewachungsphase auch hier sehr überzeugend. Mit vollem festen Griff, trennt korrekt, sollte auch hier vor dem Seitentransport die Grundstellung korrekter einnehmen und wiederum ein ganz leichtes Bedrängen des Helfers zur Übung im hohen sehr gut. Er gibt insgesamt eine vorzügliche Arbeit mit 96 Punkten, 96 Points.